In dieser Folge erfährst du, wie du dir ganz leicht einen Park-Euro erschnorren kannst. Nein, jetzt ganz ehrlich, du erfährst, wie Autorität auf uns wirkt, wie wir uns davor schützen können und vor allem, wie du sprachlich Autorität erkennst und auch selbst nutzen kannst. Psychologie der Worte von Marian Zefferer. Bevor du erfährst, wie du ganz leicht einen Park-Euro bekommst, gleich vorweg eine wichtige Info. Einige von euch haben den Change Day jetzt gewonnen. Das heißt, die, die diesen Podcast bewertet haben, mir einen Screenshot geschickt haben an wortmagie@marianzefferer.at. Die haben jetzt in der zweiten Runde, also manche davon, gewonnen und so wird es immer weitergehen. Kurz für dich zur Info, wenn du es noch nicht sagst, du kannst diesen Podcast auf Spotify, iTunes oder wo auch immer bewerten, mir einen Screenshot von dieser Bewertung schicken und dann bist du beim Gewinnspiel dabei und es ist so, dass du da verschiedene Gewinne hast, verschiedene Seminare, mal ein Tagesseminar, mal ein Abendseminar und das sind hier mal andere Sachen und du kannst dann, wenn du gewinnst, auch entscheiden, nee, ich möchte lieber im Topf bleiben, ja, das haben auch manche gesagt, weil sie da nicht können oder warum auch immer, oder sie wollen genau lieber warten auf das Storytelling-Seminar. Das heißt, du kannst ganz viele echte, richtige Live-Seminare gewinnen und mein Ziel ist, dass früher oder später alle mal gewonnen haben und von dem her einfach, je früher du da dabei bist, desto öfter hast du die Chance, ausgelost zu werden. Ja, das war vorab. Jetzt, wie ist es mit dem Euro? Wie bekommst du den Euro? Tatsächlich, wenn man andere fragt, hey, hast du einen Euro, ein paar Euro für mich, ich bräuchte da was, ist die Quote gering. Das machen manche, aber es machen eher wenige. Jetzt das Spannende, bei dieser Studie wurden Zivilisten hergenommen, die aber eine Polizeikleidung anhatten, nur die Kleidung. Und dann hatten die gefragt und fast alle hatten einen Euro übrig, also vor allem die, die einen dabei hatten, ja, gaben den auch her. Und das ist ein Beispiel zum Thema Autorität. In dem Fall Autorität durch Kleidung, könnte man sagen. Wobei es ja nicht die Kleidung ist, sondern wir entnehmen dieser Kleidung bestimmte Sachen, haben bestimmte Fantasien, Vorstellungen und daher geben wir diesem Menschen Autorität. Und dasselbe gibt es auch beim Arztkittel. Ja? Wenn da jemand sich als Arzt zum Beispiel ausgibt, gab Studien, wo eine Krankenschwester ein etwas sehr Giftiges oder etwas für jemanden Tödlichen verabreicht hätte. Ich meine, da war natürlich jemand vor Ort, ja, damit es nicht passieren kann. Sonst wäre die Studie nicht erlaubt worden. Und der hat sich nur als Arzt ausgegeben. Ja? Der war gar kein Arzt. Ja? Das heißt, und das werden wir heute auch sehen, Autorität ist oft nur der Anschein von Autorität. Ja, also Autorität und Autorität, da gibt es viele Unterschiede. Und heute werden wir uns aber vor allem anschauen, wie wir Autorität durch die Sprache vermitteln können. Also nicht durch Kleidung und andere Dinge, sondern wie wir sprachlich einerseits vielleicht auf Autorität reinfallen, beziehungsweise auch selbst nutzen können. Ja, vier Punkte werden wir uns anschauen sprachlich. Punkt 1 ist das Thema Vergangenheit und Gegenwart. Und zwar kannst du mehr Autorität vermitteln, da gibt es ganz viele Studien dazu, wenn du die Gegenwartsform nutzt, sofern es natürlich sinnvoll ist. Ja? Also du kannst in der deutschen Sprache die Vergangenheit und die Gegenwart nutzen und beides ist okay. Ich gebe dir ein Beispiel, das Essen war gut, das Essen ist gut. Das heißt, wenn du mich fragst, ja, wie war das Essen? Essen war gut, ja, okay, ja, macht Sinn. Und wenn du mich fragst und ich sage, das Essen ist gut, dann hat es dezent stärkeren Charakter. Es hat so diese Wirkung von, das gilt immer. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Der Vortragende war gut, der Vortragende ist gut. Bei der Vortragende war gut klingt so, ja, das war eine gute Performance. Das könnte aber auch Zufall gewesen sein oder diesmal oder wie auch immer. Der Vortragende ist gut, meint nicht nur, dass er damals gut gewesen ist, sondern noch immer ist und noch in Zukunft sein wird. Das heißt, die Gegenwartsform gibt mehr Kraft, mehr Autorität, könnte man sagen, rein. Und durch dieses mehr Autorität ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Leute das tun, was wir wollen. Das heißt, im Umkehrschluss kannst du mal schauen, wer oft in der Gegenwartsform spricht, wer oft, also vor allem wenn es jetzt um vergangene Dinge geht, ja, und wie das sich natürlich auswirkt, auch auf, wie du dann auf diesen Menschen dich beziehst und umgekehrt. Zweiter Punkt, der ist ganz einfach, das sind die sogenannten Weichmacher, das kennst du, ja, also könnte, eventuell, vielleicht, ja, und die tatsächlich vermindern Autorität, ja, also wenn jemand sagt, die Aktie könnte steigen, ja, okay, klar, jede Aktie kann steigen, ist einfach, also naja, die Aktie wird steigen hingegen, okay, ja, und hier nochmal, das ist ganz wichtig, ja, also zum Thema sprachliche Manipulation auch, also das weiß keiner, ja, ob eine Aktie, also außer du manipulierst sie und hast, also wenn du Warren Buffett bist, dann kannst du natürlich mit dem Umsatz theoretisch dafür sorgen, dass sie steigt oder sinkt, vollkommen egal, was die anderen Teilnehmer machen, zumindest bei manchen Aktien. Also klar, aber jetzt, also im Normalfall kann man das natürlich nicht sagen, aber es macht einen Unterschied. Und du kannst mal in der Werbung schauen, ja, wer will ich mit hundertprozentiger Sicherheit ködern, die es vielleicht gar nicht gibt. Und wer ist vielleicht einfach auch viel zu, also nehmen wir an, du würdest einen Coaching buchen wollen und du fragst ihn, ja, funktioniert das? Und der andere sagt, ja, es könnte vielleicht sein, dass es dir hilft.
Man, das ist ein bisschen so, also da willst du nicht hingehen, oder? Also, weil klar könnte es vielleicht sein, aber vielleicht ist das auch irgendwie eventuell nicht ganz ideal. Ja? Also das wäre so eine Richtung, wenn jemand sagt, vielleicht könnte es sein, dass es gut wäre, wenn wir eventuell dorthin gehen würden. Also das ist ein bisschen übertrieben von Weichmachen, aber du merkst schon, da weißt du gar nicht mehr, worum es im Satz geht, aber auf jeden Fall die Antwort ist nein. Oder auch, wenn du deine Partnerin zum Kino einladen willst und sagst, ja, vielleicht könnte es gut sein, dass wir ins Kino gehen, ja, oder vielleicht könnte es sich lohnen. Das ist so, pff, ja, klar, vielleicht könnte es auch gut sein, zu Hause zu bleiben. Ja. Hat einen anderen Charakter. Das heißt, in der Regel sind Weichmacher schlecht. Warum sage ich in der Regel? Naja, so einfach ist es nicht. Ja. Also wenn wirklich begründeter Zweifel ist, ja, also dass die Aktie wirklich steigt, da ist ein begründeter Zweifel auch, unter einem anderen fällt es auf, dann ist es sogar kontraproduktiv, wenn man ganz ohne Weichmacher arbeitet. Aber wenn es etwas ist, wo du dir sicher sein kannst, dann ist das eine super Sache. Ich habe da eine Folge gemacht zum Thema Pro und Contra, also wie du andere Menschen wirklich überzeugen kannst. Das ist die Folge 22 und da arbeiten wir bewusst damit, dass wir eben nicht sagen, so ist es, so ist es, so ist es, sondern dass wir beide Seiten ins Spiel bringen, die Pro- und die Contra-Seite, und dadurch viel überzeugender wirken. Also das ist nochmal so eine Vertiefung zu der heutigen Folge, wenn du es noch nicht gehört hast, Folge 22, sehr empfehlenswert. Füllwörter ist Punkt Nummer 3, die machen, wie soll ich sagen, also wenn jemand, also wenn er so spricht, also da hat, merkst du schon, das hat nicht die, der hat nicht die Kraft, hat nicht den Saft. Wir sind weniger überzeugt, also wir haben das Gefühl, die Person ist weniger überzeugt von sich, und wir sind auch weniger überzeugt, wenn jemand Füllwörter verwendet. Und Punkt 4 ist jetzt, ist eine Quizfrage. Was glaubst du? Ist tendenziell, es gibt immer Ausnahmen und so, aber tendenziell eine schnellere oder eine langsame Sprechgeschwindigkeit? Was spricht für mehr Autorität? Was meinst du? Schnell oder langsam? Ja, einige tippen schnell, einige tippen langsam. Tatsächlich ist es die schnelle Sprechgeschwindigkeit. Wobei wir hier einige Ausnahmen hinzufügen müssen. Wenn jemand total hastig, also wenn so hastig und ohne Atmen, das ist eher stressig. Ja? Also eine hastige Sprache verbinden wir nicht mit Autorität, aber eine sehr langsame, monotone und vielleicht auch etwas gedehnte Sprache. Baumbart fällt mir da ein. Also, vielleicht hast du gesehen, Herr der Ringe, Baumbart, so in diese Richtung. Tatsächlich, da glauben die meisten, dass die Person weniger von der Sache überzeugt ist, weniger weiß und weniger kompetent ist. Für mich das spannendste Beispiel war eine wahre Geschichte. Wir haben da in der Uni eine Präsentation halten müssen, beziehungsweise haben alle eine Präsentation gehalten, und ich war sozusagen der Chair. Das heißt, ich musste keine Studie vorstellen, sondern ich musste in allen Studien so ein bisschen Bescheid wissen und habe einfach so durchgeführt. Das heißt, ich hatte die einfachste Aufgabe, ja, weil die anderen mussten sich wirklich vertieft mit den Studien beschäftigen und ich musste ja nur alle Studien lesen, aber halt nur so überblicksmäßig. Und ich von mir war jemand, der hat sich extern vorbereitet, hat die Studie gelesen, hat sogar Studien gelesen, die dort verlinkt worden sind, hat sich wirklich vertieft beschäftigt, hat sich ein Handout runtergezeichnet, hat alle wichtigen Sachen mal mitgenommen auf Papier, damit er ja nichts vergisst, und hat es in einem wirklich sehr langsamen, sehr trockenen Stil vorgesprochen und hat immer wieder auch mal auf den Zettel geschaut. Nicht, weil er es nicht wusste, nur um sicher zu gehen. Das erzeugte bei der Leiterin den Eindruck, dass er nicht gut vorbereitet ist. Und dann hat sie 3 oder 4 wirklich meines Erachtens sehr schwere Fragen gestellt. Warum? Naja, also warum weiß ich, dass die schwer sind? Ganz einfach, ich hätte keine davon beantworten können. Ja? Also das waren so wirklich Detailfragen, so wie war das jetzt genau bei diesem Wert? Und da hat er das ad hoc, ohne nachzuschauen, aus Stegreif beantworten können. Dadurch hat er seine gute Note bekommen, alles gut. Danach kam ich, also ich war ja durchgehend als Chair tätig, und ich dachte schon, okay, ja. Und bei mir ist es so, ich habe eine sehr schnelle, dynamische Sprache, habe keinen Zettel dabei gehabt, muss man dazu sagen, und habe das ja locker durchgeführt. Und sie hat mich zum Glück, muss man jetzt sagen, nichts gefragt, ja, weil ich hätte das vertiefte Wissen, also so weit war ich nicht drinnen, ja, da irgendeine Frage in die Richtung zu beantworten. Und das Spannende war, das Feedback, was ich von ihr bekommen hatte, war so, dass sie das Gefühl hatte, es wäre egal gewesen, was sie fragt, ich hätte alles beantworten können. So ein praktisches Beispiel, was eine schnelle, dynamische Sprache ausmacht, hingegen so zu einer sehr langsamen, monotonen. Ja. Aber nochmal, also
so leicht ist es eben nicht. Wir assoziieren damit, wenn jemand schnell spricht, dass er viel weiß, viel kann und deswegen auch flüssig sprechen kann, weil so ist es in der Regel auch. Wenn du über etwas Neues nachdenkst, wo du keine Ahnung hast, reden und denken Menschen in der Regel langsamer. Wenn du dich sehr viel mit etwas beschäftigt hast, dann geht's schneller. Vera Birkenbiel ist ein sehr gutes Beispiel. Die kann sehr langsam denken und sprechen, wenn sie von was gar keine Ahnung hat. Bei ihren Vorträgen wirst du sie aber immer ziemlich auf Speed sehen. Warum? Weil es etwas ist, mit dem sie sich ewig lang beschäftigt hat und das sozusagen so vorübergeht. Das heißt, dieser Effekt, also das ist so und dadurch, dass das so ist, erleben viele das von uns so. Aber natürlich gibt's jemanden, der sehr gehastet spricht und da haben wir das Gefühl, der lügt. Ja? Das gibt es ja natürlich auch. Wenn jemand ganz unnatürlich schnell spricht, dann haben wir eher das Gefühl, da passt irgendwas nicht. Und in dem Moment nimmt es natürlich jegliche Autorität. Ja? Also es gibt da natürlich auch wie überall ein zu viel. Ja, das heißt nochmal kurz zusammengefasst. Nutze die Gegenwart. Verwende keine Weichmacher. Schau, dass du die Füllwörter, wie das du machen kannst, kommt später noch, dass du die raushast, die ganzen Ams und so weiter. Also nicht alle, aber viele davon. Und eine schnelle Sprechgeschwindigkeit ist tendenziell besser. Und wie wirst du schneller in der Sprechgeschwindigkeit? Ganz einfach. Es geht nicht darum, dass du unnatürlich wirst. Du kannst langsam sprechen. Nur, wenn du dich wo auskennst, dann ist es in der Regel so, dass du automatisch schneller sprichst. Und mit Auskennen ist nicht gemeint, dass du mal ein Buch gelesen hast, sondern dass du das auch wirklich praktisch übst. Also wenn du nur liest und nur denkst, dann hast du es nicht aktiv in deiner Sprache trainiert. Das heißt, auch da die Idee, Virtual Reality so tun, als würde ich es mal jemandem erklären und auch wirklich Worte verwenden, wirklich aktiv sprechen, hilft dir extrem gut. Ja, gib dir ein Fallbeispiel und ich gebe dir ein paar Fallbeispiele, wo du mal schauen kannst, wie es wirkt. Wenn ich jetzt sagen würde zu dir, der Online NLP Practitioner von mir ist die beste Investition, die du machen kannst. Wie wirkt es? Das ist einfach einmal ganz neutral. Variante 2, der Online NLP Practitioner war für manche eine gute Investition. Zumindest sagen die das. Also jetzt haben wir da fast drei Varianten. Also ich habe eine längere Pause gemacht. Die erste Variante ist für viele, hey cool. Ja, aber auf der anderen Seite, woher weiß er das? Und das stimmt, ich kann es ja nicht wissen, ob es wirklich die beste Investition ist. Ja? Weil zum Beispiel, wenn du schon den NLP Practitioner hast, dann wäre die beste Investition der NLP Master. Stimmt ja auch. Ja? Nein, Spaß beiseite. Also dir der Aspekt, also der Satz vermittelt Autorität, gleichzeitig, ja, schon, okay, cool, aber vor allem ist immer die Frage, okay, wie gut kenne ich dich schon und so weiter, das auch wirklich behaupten zu können, das wäre über einen Podcast schwieriger. Ja? Leichter ist es deswegen, nur so als weiterer Tipp, wenn wir uns später noch in anderen Folgen mehr beschäftigen, wenn du zum Beispiel sowas sagst wie, der Online NLP Practitioner ist eine sehr gute Investition, wenn du Interesse an Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching hast. Das heißt, hier schränke ich das Ganze ein, und zwar auf zwei Bereiche, Persönlichkeitsentwicklung und Coaching, das sind ja sozusagen meine Hauptzielgruppen. Und dadurch wird es natürlich viel eher annehmbarer. Ich habe auch nicht gesagt, die beste Investition, sondern eine sehr gute Investition. Die beste, das ist immer, also das ist schon sehr hoch gestapelt, eine sehr gute Investition, ja, okay. Das wäre wahrscheinlich für viele, kannst du mal überprüfen für dich, der Online Peer Practitioner ist eine sehr gute Investition, wenn du Interesse an Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching hast. Wenn du das vergleichst mit der Online Practitioner, ist die beste Investition, die du machen kannst. Oder eben, der Online-NLP Practitioner war für manche eine gute Investition, zumindest sagen sie das. Also gerade durch den Nachsatz, da ist eigentlich alles verwirkt. Also das ist so, ja, also die haben das halt gesagt, ob wir dafür bezahlt worden sind, wissen wir nicht. Das heißt, du merkst schon, das ist alles dieselbe Aussage in allen Bereichen, will ich darauf hinweisen, hey, das ist eine super Sache, ja, aber sie wirkt anders. Und da geht es natürlich auch darum, deinen Stil zu finden. Ich weiß nicht, ob du jetzt deine Produkte verkaufst oder ob du deinem Partner das Kino verkaufen willst oder ob du deinen Kindern Zähneputzen verkaufen willst. Ja, aber klar, wenn du sagst, ja, es könnte gut sein, dass du die Zähne putzt, dann denkt sich das Kind, ja, es könnte auch nicht gut sein. Ne? Also, dass das nicht funktioniert, klar. Und da muss man so eine Mischung finden aus, ganz klare Autorität, Klarheit. Also gerade bei kleinen Kindern, da lernt man das super, ne? Weil die spüren das. Ja, wenn die sagen, na, also wenn die fragen, darf ich ein Eis haben? Du sagst, ein Eis ist vielleicht nicht so gut. Darf ich eins haben? Ja. Eher nicht. Wann kann ich es haben? Nein. Also du merkst schon, da ist also schwierig, ja, weil diese Weichmacher natürlich suggerieren, es könnte auch anders sein und dann sind es oft ewig lange Diskussionen, ja, die sich ja wirklich lange ziehen können. Was nicht heißt, dass es beim anderen immer klappt, nur die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es öfters, schneller und in kürzeren Diskussionen zustande kommt. Ja, gehen wir davon aus, die Folge, die jetzt echt viel Theorie hatte, hat dir richtig was gebracht. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal in die Praxistipps, damit es auch wirklich so ist.
Tipp Nummer 1, frag dich, ob du auch die Gegenwart nutzen kannst. Oder ob du bewusst die Vergangenheitsform nutzen willst. Also wenn du vielleicht was abschwächen willst, kannst du sagen, damals war das ganz gut, das Restaurant. Und damit machst du klar, es könnte heute auch schlecht sein. Ja, und du willst da vielleicht nicht hin, dann kannst du durchaus die Vergangenheitsform nutzen. Aber wenn du dahin willst, dann sagst du, das ist mein Lieblingsrestaurant oder das ist eines der besten Restaurants, die ich kenne und nicht, das war eines der besten Restaurants, weil dadurch wird irgendwie klar, vielleicht ist es jetzt anders. Wenn du allerdings Zweifel sehen willst, wie gesagt, nutze die Vergangenheitsform. Tipp Nummer 2, sind die Weichmacher eigene Unsicherheit oder sind sie sinnvolle Ergänzung? Ja, also wenn es Unsicherheit ausdrückt, zum Beispiel ein Coach, der will sein Coaching an den Mann bringen oder an die Frau bringen. Und der sagt dann, ja, das könnte dir schon helfen. Und das sind jetzt zwei Aspekte, weil die Wahrheit ist natürlich, wir wissen nicht. Also ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob der Online-NLP-Practitioner dir wirklich helfen kann. Ja, kann ich nicht wissen, weil ich kenne dich ja gar nicht. Genauso kann kein Coach der Welt wissen, ob es jemandem helfen kann. Er hat nur den Erfahrungswert, dass es vielen anderen bereits geholfen hat. Da sind wir dann übrigens auch schon bei der nächsten Folge. Das Gesetz der sozialen Bewährtheit, sehr spannend. Also am besten gleich abonnieren und dann bist du beim nächsten Mal auch wieder voll dabei. Da kannst du das sehr, sehr gut nutzen. Aber unabhängig von diesem Aspekt kannst du hier natürlich auch Weichmacher anders nutzen und nicht so stark. Du kannst ganz ehrlich antworten, indem du sagst, ob es dir wirklich hilft, das weiß ich nicht. Ja, was natürlich auch ganz stark auf dich drauf ankommt, wirst du dann die Dinge in die Umsetzung bringen. Ich kann dir nur sagen, dass es anderen bereits geholfen hat und dass es Menschen gibt, die vor einigen Jahren ein ähnliches Thema hatten zu diesem Anliegen. Und da kann ich dir sagen, bis heute gibt es eine nachhaltige Veränderung. Also vorausgesetzt, das ist wirklich so, ja, also ist jetzt keine Lüge, sondern wirklich so, dann wäre das, da bist du bei der faulen Wahrheit, aber du sagst nicht, es könnte vielleicht eventuell sein, dass ich dir helfen könnte, vielleicht auch nicht, ja, man weiß es nicht, werden wir sehen. Zahl mal das Geld und dann schauen wir weiter. Also es ist, interessiert keinen, ja, so von der Idee. Du kannst es natürlich auf deinen Bereich adaptieren, ja, du bist vielleicht gar nicht in der Coaching-Branche, vielleicht willst du deinen Partner, deine Partnerin nur ins Kino überreden oder wo auch immer, dann adaptier das oder du vertreibst, keine Ahnung, Decken oder Lichter oder was auch immer. Auch da kannst du natürlich die Weichmacher entsprechend rausnehmen oder auf eine Art und Weise rüberbringen, dass es auf jeden Fall der Wahrheit entspricht und gleichzeitig Sicherheit vermittelt. Ja, wie kriegst du jetzt die AMs raus? Am leichtesten, indem du Sprachnachrichten von dir aufnimmst, Audionachrichten aufnimmst, eventuell auch Videoaufnahmen und dir dich selbst anhörst, weil dann hörst du mal, wie oft AMs kommen. Und die gute Nachricht ist, es ist nicht schlimm, wenn du da ein paar AMs drinnen hast und wenn du meine Podcasts hörst, wirst du merken, dass ich auch AMs sage. Es liegt daran, dass ich diesen Podcast primär, wie soll ich sagen, nicht ganz spontan, aber sehr spontan mache. Das heißt, ich denke tatsächlich nach und diese sind dann für mich auch Nachdenkpausen. Das kann man sich ganz abtrainieren, hat aber nicht den positivsten Effekt. Also das einzige Menschengruppe, die wir da assoziieren, sind Nachrichtensprecher, die ja nicht, also das sind nicht die Menschen, wo du das Gefühl hast, hey, das ist der beste Freund von nebenan. Die haben eine gewisse Distanz. Ja, das heißt, wenn du gar kein M drin hast, ist gar nicht so gut. Merkt man auf der Beziehungsebene. Wenn du sehr viele drinnen hast, ist aber auch ganz kontraproduktiv. Und wenn du dich das mal anhörst und das immer wieder machst, immer wieder das Feedback bekommst, dann hast du eine Awareness, eine Aufmerksamkeit in diesem Bereich und dann wirst du es langsam reduzieren, vor allem, weil es dir auffällt. Der zweite Punkt, der dir hier helfen kann, hilft dir auch gleich für das nächste Thema, nämlich eine in Anführungszeichen schnellere Sprechgeschwindigkeit. Und das heißt nicht, dass du so schnell sprechen musst wie ich. Im Gegenteil, das ist wahrscheinlich sogar kontraproduktiv. Es kommt auch immer auf die Kapazität, also auf deine Norm an, auf deine Baseline. Und du musst dir praktisch deine Baseline vorstellen und dann stellst du dir vor, wie ist es, wenn du langsamer sprichst und wie ist es, wenn du, also noch langsamer als normal und wie ist es, wenn du ein bisschen schneller sprichst als normal. Und das ist sozusagen eher das Interessante. Und da ist es einfach unweigerlich so, wenn du dich wo auskennst, wenn du dich wirklich gut vorbereitest, dann sprichst du in der Regel schneller. Deswegen, umgekehrt als Trainer zum Beispiel, musst du dann wiederum bewusst trainieren, langsamer über dein Expertengebiet zu sprechen. Warum? Weil du schon 100-mal erzählt hast, wie das ist und deswegen gar nicht mal in die Pausen, die der andere aber zum Verarbeiten braucht, denkst. Das heißt, wenn du jetzt unterrichtest, trainierst und dich wirklich gut auskennst, dann ist das Ziel oft, Speed rauszunehmen, das Ganze langsamer zu machen. Deswegen sehe ich das auch eigentlich als einen sehr fortgeschrittenen Podcast, weil ich hier ziemlich auf Speed bin. Ich empfehle dir ja auch in meiner Ausbildung, ich sage in der Ausbildung, hör dir diese Folge an und hier kannst du da noch nacharbeiten und dann natürlich alle vorgeprimed sind, also die haben vorher schon viel Wissen aufgesaugt. Es ist wirklich eine super Ergänzung zu den Ausbildungen. Das ist für dich, wenn du jetzt nur den Podcast hörst, manchmal von Nachteil. Aber wie gesagt, du kannst ja auch die Sprechgeschwindigkeit reduzieren. Du kannst mich auch auf 0,8 oder 0,9-fache Geschwindigkeit hören, je nachdem, welchen Anbieter du da hast.
Ja, zusammengefasst. Es gibt die Möglichkeit, die Gegenwartsform zu nutzen, um Autorität zu suggerieren. Es gibt die Möglichkeit, Wörter wie absolut zu verwenden oder vor allem Weichmacher rauszunehmen, um Autorität zu suggerieren. Es gibt die Möglichkeit, ams rauszumachen, um Autorität zu suggerieren. Und deine Sprechgeschwindigkeit wirkt sich auch auf deine wahrgenommene Autorität aus. Und all das bewirkt, dass deine Aussagen eher aufgenommen werden von deinem Gegenüber. Ja, wie kannst du das praktisch anwenden? Nehmen wir an, ich würde wollen, dass du diesen Podcast abonnierst. Dann könnte ich sagen, bewerte diesen Podcast jetzt. Ja gut, oder man könnte auch sagen, bewerte diesen Podcast, nachdem du fertig gehört hast. Oder ich gebe dir noch ein paar andere Varianten und du kannst mal überprüfen, wie das auf dich wirkt. Und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach für dich, damit du merkst, also ich sage immer dasselbe, aber in sprachlich anderen Varianten. Was müsste ich jetzt zu dir sagen, damit du den Podcast bewertest und vor allem auch beim Gewinnspiel mit dabei bist? Was immer das ist, stell dir vor, genau das habe ich jetzt gesagt. Das ist eine charmante andere Variante, werden wir uns in einer späteren Podcast-Folge uns noch mit beschäftigen. Ja, oder deine Bewertung entscheidet darüber, ob der Podcast weitergeht. Möchtest du das? Das hat eher so diesen Charakter von, ich würde nicht sagen Druck aufbauen, aber ja, also involviert dich natürlich sehr stark und da kommt es immer darauf an, ist es die erste Folge, die du hörst, dann sagst du, ist mir doch egal, ne? Oder ist es, hast du jede Folge gehört, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, wenn man das Gefühl hättest, ich meine es ernst, deutlich höher, dass du bewertest. Oder schauen wir uns nochmal eine andere Variante an. Wenn du den Podcast bewertest, hast du die 100%ige Chance, früher oder später beim Gewinnspiel mit dabei zu sein. Also am besten jetzt bewerten. Wie klingt das? Ja, du kannst selber entscheiden, ja, ob du den Podcast bewerten möchtest und vor allem, ob du dann auch einen Screenshot machst und mir wirklich schickst für das Gewinnspiel. Wie gesagt, es gab den Change Day zum Gewinnen, das ist ein Tag Selbstcoaching mit mir, Storytelling wird es geben. Es wird dann auch das Thema Didaktik mal geben als Seminar, das ich verschenken werde. Und du hast immer die Möglichkeit zu sagen, nee, das Seminar interessiert mich gerade nicht, ich warte nochmal auf was anderes und bleibst dann im Pod und wirst beim nächsten Mal wiedergezogen, so dass früher oder später praktisch jeder irgendwann mal dabei ist und gewinnen wird, also die mir den Screenshot zumindest schicken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao dir, tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser, empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me/Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite lanziedl.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. Andere beeinflussen uns, ob wir wollen oder nicht. Wie die Masse auf uns wirkt und wie wir dasselbe nutzen können, erfährst du in der nächsten Folge. Also am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss.